Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder ClassLP und wir sind immer noch auf Kadara, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Hier wachsen echt tolle Pilze und ja, es ist wieder einer von den sehr großen Planeten, also machen wir uns mal auf. Ich glaube, ich brauche den Nomad für dieses kurze Stückchen nicht. Ich wollte nämlich erstmal die Sachen machen, die relativ nah sind. Was wir hier haben. Na, dafür brauchen wir eigentlich die Waffe nicht. Denke ich mal. Wir hatten noch keine von diesen Sachen. Wo wir was bekriegen sollten. Das Wasser sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Aber irgendwas ist da auch drin. Okay, reden wir mal mit Senaris. Genießen Sie die Aussicht? Sie ist wirklich spektakulär. Diese Schwefelgruben sind Abladeplätze für Leichen. Die Leute verstecken hier draußen alle möglichen Beweise. Clever oder furchtbar? Das ist furchtbar. Sollte da keine Leichen drin verstecken, das macht die Lage doch nur noch schlimmer. Kadara wird einfach immer schlimmer. Mein Name ist Senaris. Eines Tages wird es eine Abrechnung für all diese Morde geben. Ich versuche Beweise zu sammeln und die Opfer zu ermitteln. Das ist doch nur verdammter Kreuzrittermist. Ich würde lieber sammeln, was die Leichen bei sich haben und etwas Geld verdienen. Das ist Drexel, ein Blutsauger. Blutsauger. Ich würde ihn am liebsten erschießen, aber das würde komplett gegen die Ethik meiner Arbeit verstoßen. Diese Gruben nicht gibt gegen es ihre eigene. Falls Sie irgendwelche Leichen finden, sagen Sie mir Bescheid. Die zukünftige Gerechtigkeit wird es Ihnen danken. Okay. Oder sagen Sie mir Bescheid, dann danke ich Ihnen sofort. Oh, Drexel. Interessant. 5 Leichen scannen. Wie weit, ist wahrscheinlich nicht so, keine Ahnung, wie weit die entfernt sind. Doch keine Ahnung, wie sicher wir in diesem schwefelhaltigen Wasser sind. Gucken wir doch einfach mal nach. Nämlich sicherheitshalber mal Speicher. Das Wasser ist auf 4! Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Wow. Okay. Schon habe ich kein Health mehr. 4 ist natürlich extrem. Das da oben sah viel gefährlicher aus, war aber nur Gefahrenstufe 2. Und hier haben wir einfach Stufe 4. Toxizität. Ich glaube, so ist okay. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Ja. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Ist mir ja schon klar. Heliosflora. Die haben wir schon mal. Die Leiche muss irgendwo hier sein, oder? So, als wäre sie hier ganz in der Nähe. Da ist sie. Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe geortet. Diese Leiche wurde hier entsorgt, wie Senaris gesagt hat. Ich habe Position und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. So trügerisch schön das Wasser ist, es muss echt schrecklich riechen, wenn wir keine Aktivkohlefilter hier drin haben. Wow, ich habe es kaum berührt. Meine Güte. Das ist echt super, super gefährlich. Das Wasser ist hochgiftig, ja, okay. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Also man sieht gar nicht, dass da Wasser ist. Das ist so ein bisschen... Okay. Dann gehen wir mal lieber einen Weg... Oh, ein Datenpad. Bergungsteam 13, die Vagabunden, Log 23. Login, Caitlin Parrott. Warum haben wir diesen Helmfreak überhaupt aufgenommen? Baxter hat den ganzen Abend keine Sekunde Ruhe gegeben. Nicht einmal Marcus kann ihn beruhigen. Er brabbelt ständig irgendwas vor sich hin und durchwühlt den Schrott auf seinem Schlitten. Baxter ist verrückt und Pael immer noch depressiv. Ich habe das Gefühl, das ganze Team zerfällt. Nicht einmal, dass wir einen neuen Stasis-Bind gefunden haben, hat die Laune gehoben. Und warum zur Hölle hat mich Marcus eine halbe Stunde lang mit unseren Rationen jonglieren lassen? Seit wann bin ich bitte Zirkuskünstlerin? Oh Gott, Baxter hat angefangen, mit der Suppenkelle herumzuhauen, als würde er uns zum Abendessen rufen. Mir reicht's, ich hole die Pistole aus dem Rover. Wenn der Freak durchdreht, ist es das Letzte, was er tut. Oh, die Truhe enthält persönliche Gegenstände. Sie ist auf die Passero registriert. Die Passero? Dann stammt sie von der Salerianischen Arche. Wow. Sie sind also hier.
wie es aussieht, sucht ein Bergungsteam nach diesen Truhen. Und das bedeutet, es gibt noch mehr von ihnen. Sehr gut. Die Salarianer sind irgendwo da draußen. Ha. Interessant. So, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Hier ist noch das mit der Bepflanzung. Hier sind so nochmal zwei Leichen. Die Pflanze muss aber auch hier ganz in der Nähe sein. Probe in der Nähe geortet. War zu weit von mir entfernt. Ich sollte lieber wieder den anderen Weg zurückgehen. Ich frage mich, wie lange der Nomad das auf so einem Teil aushält. Ich nehme mal an, etwas länger als ich. Wir sind auch wieder ganz nah an was an der Leiche, nehme ich mal an, dran. Wo ist sie? Da hinten. Noch ein Mordopfer. Schwere Schusswunden. Relevanten Informationen erfasst. Was haben wir denn da drüben? Kennen wir das schon, den Rilkor? Rilkor kennen wir, glaube ich, schon, oder? Vielleicht ist das Ding aber trotzdem was anderes. Ne, das kennen wir schon. Aua. Oben? Das ist eigentlich die Chance, mal die Schwachstellen zu erkennen, mal abgesehen vom Kopf. Ah, Schulter. Okay. So, die Pflanzenprobe muss irgendwo hier drüben sein. Ja, Raider. Alle erwischt. Hat nur ein bisschen gedauert. Wow. Zack, bitte nicht runterrutschen. So. Noch irgendwas? Nee. Ich dachte, vielleicht könnten wir den Pilz scannen, aber anscheinend nicht. So. Dann muss sie irgendwo hier sein, oder? Die Pflanzenart. Es sei denn, sie war unter Wasser und ich habe sie verpasst. Und als hätte ich sie verpasst. Gucken wir mal nochmal auf der Karte nach. Okay, sie müsste eigentlich direkt hier vor uns sein. Jetzt war sie doch da drüben. Mist, wie komme ich denn jetzt dahin? Müssen wir vielleicht doch den Nomad rufen? Jetzt suche ich erstmal noch nach der anderen Leiche, die wahrscheinlich dort drüben ist. War irgendwo ein Shuttle. Müssen wir da sehr vorsichtig sein? In die Richtung. Gott, verdammt nochmal! Man stirbt einfach sofort. Man berührt es, kann sich nicht wegbewegen und ist dann tot. Aber man weiß, ich weiß nicht, wo es anfängt. Fängt es da an, wo das Wasser anfängt oder schon direkt daneben? Ja, anscheinend. Es ist random, denn ich bin gerade in dem Wasser gespawnt. Noch ein Mord. Schwere Brandwunden. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Okay. Hier gibt es sonst keine weiteren, dann gehen wir mal zurück zur Pflanze. Die ja anscheinend jetzt doch da ist, wo ich am Anfang schon war. Wow. Man berührt es gar nicht und man stirbt schon. Hier was? Das Behälter? Können wir damit was anfangen? Nee. Ist nur für den Nomad, was zu gebrauchen ist. Anscheinend zu tief im Wasser. Zu tief unter der Erde. So, hier komme ich bestimmt nirgends vorüber. Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe geortet. Okay, doch. Wenn auch nur sehr knapp. Dieses Gebiet hier ist schon zu gefährlich. Ach so, wir mussten sie auch noch aufheben, okay. Das ist mein Fehler. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier hin, dann erstmal diese Richtung lang. Bis zu dem Abwurfpunkt.
Aber dafür nehme ich jetzt den Nomad doch mit, weil das ist schon ein bisschen weiter weg. So. Ja, mir gefallen diese Steinformationen. Ich mag wie sie aussehen, die Steine. Mit den Löchern überall. Auch wenn man leider nicht an ihn hochklettern kann, aus irgendeinem Grund. Denn so steil ist das nicht. Das müsste eigentlich gehen. So, und dann wollte ich mal gucken, wie schlimm es für den Nomad ist, da einmal reinzufahren. Ja, das also dauert Moment. Nicht lange. Sie sind Cashs Vater? Eigentlich Großvater. Hat sie Ihnen von mir erzählt? Nicht wirklich. Sie hat ständig über ein stures, altes Fossil geschimpft. Und dabei meistens auf irgendwas eingedroschen. Stures, altes Fossil? Sie hat an guten Tagen schon schlimmere Sachen gesagt. So. Die beiden hatten wir, glaube ich, wirklich noch nicht beide da. Pathfinder. In diesem zusammen. Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Kupfer anscheinend. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Nehmen wir es uns einfach mal, das Kupfer. Hier scheint auch was zu sein. Guck mal, was ist das denn hier? Ein bisschen Lithium. Kennen wir ja schon. Zack. So, hier ist aktuell nichts zu tun, so wie es aussieht. Wir könnten höchstens mal für was scannen. Oh doch, hier ist eine Reliktkonsole. Uns fehlt noch ein Glyph. Wir brauchen mehr Glyphen. Mindestens ein Glyph fehlt uns. Ob der Scanner irgendwas da oben. Anzeigen würde. Da drüben, das ist nicht weit weg, das kann ich direkt scannen. Gibt's sonst noch was? Da und da oben und da ganz oben, okay. Hier irgendwo, ich glaube, da sehe ich es schon. Zack. Oh. Ein paar Sachen noch für uns. Mal gerne doch. So, wie komme ich hier jetzt hoch? So? Ja. Denn hier ist noch einer. Na? Die Null-Glyphe oder Null-Glyphe. Okay. Na, dann wollen wir mal. Das scheint ja nicht ganz so schwierig zu sein. Allerdings habe ich es schon wieder ganz lange nicht gemacht. Hier passt nur eine rein. Und zwar die da. Dann passt hier nur eine rein. Und zwar die. Hier sollte die hier reinpassen. Und hier die. Dann passt hier diese. Okay. Hier passt nur die und die. So. Ja, 4x4 ist relativ einfach. Das hat offenbar funktioniert. Und einer erledigt. Bleiben noch zwei. Da drüben irgendwo anscheinend. Hoffentlich beseitigt das die ganze Toxizität. Zack. Ich habe 6 neue Geräusche gemacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Knirschen und anderer Scheiß. Verstehen Sie, was ich meine, Ventra? Nein, nein, das verstehe ich nicht. Und ich will auch ganz bestimmt nicht darüber reden. Okay. Nakamotos Labor. Oh, das wird Spaß machen. Wird es das? Gucken wir doch mal. Okay, jetzt bin ich. Ja, das macht wirklich Spaß. Ja, wow. Okay, war das der Adi oder? Ich denke mal, das war ja Drag. Sicher bin ich mir da nicht. Und da noch? Oh, da kommt Verstärkung. Das Kollektiv will bei dem Spaß mitmachen.